Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zum Tagesanzeigerforum Industrie 4.0. Ich brauche es Ihnen ja nicht zu sagen, dass der Schweizer Werkplatz stark herausgefordert ist. Für keinen der Akteure ist es momentan ein leichtes Spiel zu bestehen, denn die globale Konkurrenz ist genauso stark wie der Schweizer Franken. Und da müssen wir uns die Frage stellen, kann der Schweizer Werkplatz vom neuen Trend der Industrie 4.0 profitieren? Geschätzte Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, hier diese spannende Tagung mit diesem auch sehr aktuellen Thema eröffnen zu dürfen. Also Industrie 4.0 umschreibt die Digitalisierung und Vernetzung entlang der Wertschöpfungsketten mit dem Ziel der Optimierung von Organisation und Steuerung der Prozesse. Die Herausforderung ist die, dass wir die Telekommunikation, die ICT eigentlich und die von Internet dominierte Entwicklung in diesem Bereich mit der Automatisierung in der Industrie zusammenbringen müssen. Das ist heute noch nicht der Fall. Das ist der Kern der Industrie 4.0. Wir haben schon eine extrem tolle Basis an Digitalisierung, an Automatisierung. Die etwas schwierigere Botschaft ist, dass diese installierte Basis, die sehr clever ist, die sehr intelligent schon ist, dass diese installierte Basis nicht offen ist für diese Kommunikation, die wir dann eben im Bereich Industrie 4.0 brauchen. Der Moment, wo wir uns entscheiden, eine Investition zu machen, bis der Kunde davon profitiert, diese Zeitspanne wird deutlich kürzer werden und muss deutlich kürzer werden, damit man schneller hier in die Gänge kommt, damit man schneller von der Investition profitieren kann. Der Einsatz von neuen zukünftigen Sensoren 4.0 ermöglicht eine erhöhte Wertschöpfung in den Prozessen. Und da ist unheimlich viel Geld drin. Sondern alles ist mit allem verbunden in einer Cloud oder in einem System. Und dann sind alle über Internet mit diesem System verbunden. Wenn gesagt wird, ja, es braucht nur einen ganz kleinen Schritt, dann sage ich technisch ja, sehr wahrscheinlich ist der Schritt extrem klein. Mhm. Aber wir haben natürlich genau die Diskussion, also nicht nur die Fragen Sicherheit, sondern wem gehören die Daten respektive, wie offen sind wir dann im Umgang mit diesen Daten. Die einzelnen Firmen haben zum Teil unterschiedliche inkompatible ERP-Systeme. Und da wäre es natürlich schön, wenn da eine bessere Integration tatsächlich da wäre. Dass eben quasi mit dem Materialfluss auch ein Informationsfluss in die eine Richtung geht und vor allem bei Internet der Dinge eben auch wieder in die andere Richtung. Ich glaube, davon kann man sehr viel profitieren, wenn das noch möglich ist. Und das geht aber heute noch nicht. Wenn unsere Kunden zu uns kommen und sagen, wie beginne ich, dann versuchen wir sie zuerst abzuholen, wollt ihr Richtung Prozessinnovation euch entwickeln, also Richtung Effizienz oder Kundenbindung, oder möchtet ihr eure Dienstleistungen am Markt optimieren, sprich über Geschäftsmodelle nachdenken, nicht mehr Anlagen und Service verkaufen, sondern vielleicht die Anlagen in einem Pay-per-Use-Modell den Kunden anbieten. Mhm. Wir haben es bewusst so aufgestellt, dass wir zum Beispiel auch weiter produzieren können, auch wenn diese ganzen Systeme mal tot sind oder nicht gehen, aus was für Gründen auch immer. Wir können weiter produzieren. Also ich glaube nicht, dass wir da ein Risiko haben. Ich kann auch so schon von meinem PC zu Hause aufs SAP greifen und mir Stücklisten anschauen. Also diese Schnittstellen sind ja auch heute schon vorhanden. Was sich nun in den USA, aber auch in anderen Ländern bereits verbreitet hat, das sind sogenannte Fab Labs. Das sind letzten Endes öffentliche Begegnungszentren, wo Technologie zur Verfügung gestellt wird, wie 3D-Drucker, aber auch andere moderne Fertigungsverfahren, die von jedem genutzt werden können. Und es entstehen dort Communities von Leuten, die sich interessieren, diese Technologien zu nutzen und die sich gegenseitig beibringen, wie man das macht. Und auf diese Art und Weise werden diese Daniel Düsentriebs letzten Endes entstehen, die all diese neuen Innovationen zustande bringen, die wir dann sehen werden in den kommenden Jahren. Also es besteht jetzt die Chance, hier eine Mitmachgesellschaft zu kreieren. Es wird unglaublich viele Innovationen geben, in einem Maße, wie wir das in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen haben, einfach weil die neuen Technologien das möglich machen.
Vom heutigen Event habe ich mir spannende Beiträge und gutes Netzwerk erwartet. Und bis jetzt habe ich das eigentlich so auch bekommen. War sehr interessant, besonders die Diskussion über die Supply Chain. War gut. Also was jetzt gemacht wird und was in den nächsten Jahren kommen wird, ist sehr, sehr spannend gewesen. Bis jetzt habe ich sehr interessant gefunden. Also ich habe schon verschiedenste Veranstaltungen besucht. Die sind zum Teil bleiben die sehr an der Oberfläche, aber ich habe das Gefühl, dass hier wirklich ein Tiefgang entsteht und ich bin auch gespannt, was noch kommen wird. Die Rede ist von 20 bis 50 Milliarden Dingen, die ans Internet angeschlossen werden, die eine IP-Adresse bekommen, die Sensoren bekommen. Von Energiesteuerung und Sicherheit über die Sachen, die wir heute schon sehen. Irgendwelche Fitness-Devices, die Leute tragen, oder Uhren, die eine IP-Adresse haben, oder Autos, die eine IP-Adresse haben, oder Lautsprecher zu Hause, Stichwort Sonos, die eine IP-Adresse haben und. Es schreitet relativ schnell voran. Sie kennen aber diese Missverständnisse oder diese Sätze. Es wird nie einen Markt für mehr als 4 Desktop-Computer geben. Kein Mensch braucht mehr als 640 Kilobyte Hauptspeicher. Warum fange ich damit immer gerne an? Es beschreibt meinen Job ganz gut, weil meine Aufgabe ist, ich bin bei der KUKA zuständig für Innovations- und Technologiemanagement, also für die ganze KUKA-Gruppe. Und mein Management möchte von mir, dass ich disruptive Innovationen plane. Mit begrenztem Budget, begrenztem Ressourcenaufwand, zu einem genauen Punkt in der Zeit mit etwas komme, was mindestens so evolutiv ist, revolutionär, disruptiv wie das Rad oder Feuer oder die Glühbirne. Wir müssen zu einer gemeinsamen Sprache finden. Wir müssen zusammenarbeiten, damit diese Systeme dahin kommen, damit wir diesen technologischen Reifegrad kriegen. Das braucht Zeit und das sind auch teilweise sehr dann branchenspezifische Abhängigkeiten, die da spielen oder dieser Systemgedanke. Also das ist eine Herausforderung, vor der ich persönlich immer wieder stehe, im Büro natürlich, wenn ich mit neuen Geschäftspartnern zusammenarbeite, ist mich überhaupt einzudenken in diese Dinge und das dann auch zu verstehen, wo der Schuh drückt. Also das ist nicht ganz so einfach. In der jetzigen Situation, Herr Lanz hat das ja heute Morgen sehr intensiv dargestellt, wo wir sehen, geht es vor allem um Produktivitätssteigerung und Effizienzsteigerung. Und da geht es darum, diese Industrie 4.0-Konzepte in den Unternehmen anzuwenden. Also nicht primär neue Produkte, neue Dienstleistungen anzubieten, sondern primär mal die Effizienz zu steigern. Okay. Also ich muss den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, smart zu werden. Weil sie müssen sich an neue Technologien anpassen, sie müssen lernen, sie müssen den Mitarbeitern die Möglichkeit und die Chance und auch die Tools in die Hand geben, um entsprechend sich weiterzuentwickeln. Also es geht nicht von allein, das ist kein Selbstläufer. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie wir es schaffen, maßgeschneiderte Jeans online zu verkaufen, diese innerhalb von 10 Tagen in der Schweiz und in Deutschland zu produzieren und am Schluss immer noch zum guten Preis von 200 Schweizer Franken zu verkaufen. Herr Käser hat das ein paar Mal erwähnt in seinem Referat hier. Die Kundenorientierung, denke ich, ist der Schlüssel. Wo können wir Mehrwert schaffen für den Kunden und dann effiziente Lösungen suchen, die uns intern noch weiterbringen? Wir müssen unbedingt raus an die Front mit den Leuten sprechen, was brauchen sie, und dann von dieser Seite her versuchen, Lösungen zu machen, Lösungen zu finden. Und diese Lösungen können wir perfekt mit den heutigen Möglichkeiten mit 4.0 eben anbieten. Das können wir heute, das konnten wir vor x Jahren noch nicht, aber heute können wir das. Es war für mich auch unglaublich spannend wieder, das zu moderieren und viele konkrete Geschichten und Fälle gehört zu bekommen. Jetzt wünsche ich Ihnen einfach viel Spaß beim Apero und ich freue mich auf die Fortsetzung dieses Forums auch nächstes Jahr wieder mit Ihnen. Bis dahin, gute Zeit. Es war für mich heute wichtig zu sehen, wo stehen wir und wie sieht es die Industrie selbst aus.